so ein Projekt starte, ich muss es ja gar nicht bauen und kann es schon verkaufen. Genau. Idee plus Standort plus Kapital. Also es fängt an mit der Konzeption. Konkretisierung schafft man das Baurecht. Man sagt auch Baurechtschaffung. Dann geht es in die Realisierung. Und genau hier eben nach der Baugenehmigung wäre ein so ein Punkt, wo man das Projekt dann eben veräußern kann. Okay. Wieso? Achso, weil der da hinten rumläuft. So, willkommen bei einer neuen Folge Flipper. Wir sind immer noch im Büro mit Markus. Wir haben uns überlegt, Thema Projektierung hört man immer wieder, auch bei diesen ganzen Immo-Influencern und so weiter. Die machen ja nur noch das. Schnelles Geld, Millionen, gute Autos, es läuft. Teure Uhren. Die Rolli darf auch nicht fehlen. Deswegen, ich habe mir überlegt, das Thema Projektierung mal ein bisschen zu durchleuchten und mal verstehen, okay, was genau ist Projektierung? Also wir wissen wahrscheinlich alle, was es ist, aber wie funktionieren die einzelnen Schritte? Und an dieser Stelle habe ich wieder einen Markus dabei. Erklär nochmal vielleicht ganz kurz, was genau du mit dem Thema Immobilien zu tun hast, was ihr macht als Firma und dann vielleicht gleich drauf loslegen. Genau, wir sind Projektentwickler und Makler im Raum Allgäu, Kreis Lindau, Kreis Ravensburg und den Bodenseekreis. Genau, wir entwickeln Grünflächen, wir entwickeln Grundstücke, Abrissgebäude, bauen einen Wohnungsgeschossbau und machen eben auch das ganz klassische Vermittlungsmaklergeschäft. Vielleicht machen wir einfach kurz und knackig ein paar Punkte. Wie fängt man an? Was gibt es für Möglichkeiten? Inwieweit, wie ist die Exit-Strategie? Die finde ich auch immer ganz wichtig. Genau, da müssen wir das vielleicht erstmal das Wort Projekt an sich definieren. Also Projekt ist immer Idee plus Standort plus Kapital. Das kann man sich vorstellen wie so ein Dreieck. Und meinetwegen steht, kannst du ja irgendwie einblenden, vielleicht so ein Dreieck. Ja. Oben steht oben eben die Idee, rechts unten der Standort und links eben das Kapital. Und nur wenn alle drei Punkte eben zusammentreffen, dann spricht man von einem Projekt. Okay. Ich bastle euch da was rein. Jetzt. Genau. Ja, also so ein Projekt lässt sich letztendlich aufteilen in vier Phasen. Also es fängt an mit der Konzeption. Eine Konzeption, eben wie ich gerade schon erläutert habe, versucht man erstmal eben eine Idee, einen Standort und eben das Kapital zu finden, versucht es zusammenzubringen. Das heißt, ja, man sucht geeignete Projektpartner, man setzt Strategien auf, man setzt Finanzierungskonstrukte auf, man sucht ein geeignetes Grundstück und überlegt sich dann, wenn ich das Kapital und das Grundstück habe, was kann ich drauf bauen. Kann natürlich auch andersrum sein, dass das Kapital und die Idee vorhanden ist und ich muss den Standort suchen oder in jeder beliebigen Zusammenstellung. Okay. Genau. Und dann fängt es eben an mit der Konzeption, wie eben schon erläutert. Und ja, in der Konzeption macht man eben Marktanalysen, macht Wirtschaftlichkeitsanalysen, Bedarfsanalysen und erschafft sich somit eben die Rahmenbedingungen und das Grundgerüst, um dann eben das Projekt zu konkretisieren. Okay, also wir haben Geld, wir haben ein Grundstück gefunden von Oma, wir haben die Idee, was wir bauen wollen. Genau, wir wissen auch, was der Markt will. Ja. Wir wissen, dass eben das Produkt, das wir erschaffen, auch verkauft wird. Wir haben eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und wissen auch, dass wir die Idee eben an dem Standort umsetzen können. Und dann wird eben das ganze Konzept, das wir es erschaffen haben, wird konkretisiert. Okay, was genau bedeutet das? Ja, in der Konkretisierung schafft man das Baurecht. Man sagt auch Baurechtschaffung dazu. Okay. Das heißt, man fertigt Genehmigungsplanungen an, reicht die dementsprechend an den Stellen in den Behörden ein und ja, hofft dann eben auf eine Baugenehmigung. Okay, also ich habe jetzt alle drei Punkte von vorher und dann mache ich mir praktisch eine Baugenehmigung, eine Mappe. Ich habe einen Bauantrag, den gebe ich ab. Hier ist mein Projekt XY. Und dann heißt natürlich Daumen drücken, ob es durchgeht oder wie. Aber es gibt ja auch eine Genau, gibt natürlich schon die einen oder anderen Stellschrauben, in denen man dann noch
eben nachkorrigieren kann, aber ja, man benötigt dann eben die Baugenehmigung, um dann in den nächsten Schritt zu gehen. So, und wenn man jetzt die Baugenehmigung hat, gibt es verschiedene Exit-Strategien. Eben auf dem Weg der Wertschöpfung gibt es verschiedene Punkte, an denen man eben das Projekt eben veräußern kann. Und genau hier eben nach der Baugenehmigung wäre ein so ein Punkt, wo man das Projekt dann eben veräußern kann. Genau, und eben nach der Konkretisierung, wenn ich eben das Baurecht geschaffen habe, wenn ich die Baugenehmigung habe, dann geht es in die Realisierung von diesem Projekt. Das heißt, in der Realisierung brauche ich Ausführungsplanungen, ich brauche Bauunternehmer und brauche eben geeignete Projektpartner, die das Projekt dann auch bauen und realisieren. Okay. Und ab wann kommt der Architekt ins Spiel? Der Architekt begleitet das Projekt eigentlich von Anfang an. Das heißt, um noch weiter in die Tiefe zu gehen, im Projekt ist aufgeteilt in verschiedene Leistungsphasen. Es gibt insgesamt 9 Leistungsphasen von einem Projekt. Das fängt an eben mit der Vorplanung, das ist die Leistungsphase 1 und geht eben bis 9 eben zur Objektbetreuung. Wenn euch das interessiert, googelt gerne. Das sind die HAI-Leistungsphasen. Da findet ihr dann eine Ausstellung und so gliedert sich eben so ein Objekt noch weiter in der Tiefe. Okay. Ja, interessant. Weil, also die meisten wissen es vielleicht irgendwie ansatzweise, aber es gibt, wie gesagt, mehrere Exit-Strategien, was man oft nicht weiß, dass ich hier eigentlich, wenn ich jetzt so ein Projekt starte, ich muss es ja gar nicht bauen und kann es schon verkaufen. Genau, das ist eben eine Exit-Strategie, dass man eben das Baurecht schafft, das Konzept erstellt. Und das Konzept mit Baurecht dann eben dementsprechend an entweder einen Bauunternehmer oder einen Generalunternehmer eben veräußert und eben hier das Projekt verlässt. Dann je nach Verhandlungsgeschick kann man öfter vielleicht noch mit reinverhandeln, dass man im Nachgang, wenn die Wohnungen erstellt sind, diese eben vermarktet. Okay. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, okay, man begleitet das komplette Projekt in der kompletten Wertschöpfungskette. Das heißt, man erstellt wirklich das Konzept, konkretisiert das Konzept und baut dann eben mit geeigneten Projektpartnern, sei es entweder in Einzelvergabe mit Bauunternehmern und seinem Handwerkernetzwerk oder vergibt es eben schlüsselfertig an einen Generalunternehmer und lässt es eben bauen und veräußert dann eben die Wohnungen oder das Produkt, die Immobilie an sich selber dann. Okay. Also veräußert dann nicht das Projekt mit dem Baurecht, sondern wirklich das fertige Produkt. Immobilie in also, Englisch. Also wenn ich auf ImmoScout diese schönen computeranimierten Bildchen sehe, diese Renders eigentlich, dann bedeutet es, jemand hat Exit 1 gewählt und verkauft das Projekt. Nee, heißt nicht unbedingt, weil die Phase Vermarktung, die fängt eigentlich schon von Anfang an, fängt die eigentlich schon an und begleitet das komplette Projekt. Das hat auch ein bisschen was mit den Finanzierungen zu tun. Einige Banken verlangen eben eine bestimmte Verkaufsquote im Vorhinein, bevor eben das Projekt realisiert wird. Und deswegen ja, vom Plan wegverkaufen ist vielleicht ein Begriff dem einen oder anderen. Das ist genau eben das vom Plan wegverkaufen, eben nicht realisierte Wohnungen und Projekte zu veräußern. Ja, ist interessant. Da könnten wir, glaube ich, noch richtig tief reingehen in genau, in das ist natürlich Materie. Nur so weit an der Oberfläche. Vielleicht machen wir da noch Thema. Ein zweites Video draus. Mir war es eigentlich nur mal wichtig, ein kleines, dieses Konstrukt ein bisschen zu entwirren und zu sagen, okay, das ist Schritt 1, ich brauche dieses Dreieck am Anfang und dann geht es eigentlich schon Richtung Exit 1 oder Exit 2, mehr oder weniger. Genau, und eben so eine Projektentwicklung funktioniert natürlich nicht nur auf Brachflächen, sondern auch in Bestandsgebäuden, sei es irgendeine Denkmalentwicklung, letztendlich gleiches System. So, ich habe mein Dreieck, ich habe eben den Standort, eben die Bestandsimmobilie, suche jetzt Kapital und überlege mir, was ich daraus machen will, also die Idee, füge das zusammen und habe dann eben ein tolles Projekt idealerweise. Besser wär's. Besser wär's. Ja, okay, das war eigentlich nur ein kleiner Abstecher ins Thema Projektentwicklung. Ich will da etwas und nicht einen riesen Fass aufmachen. Vielen Dank, dass du es uns kurz erklärt hast. Falls da Fragen dazu auftauchen, gerne in die Kommentare oder direkt an Markus. Ich werde auch sein Instagram bzw. euer Instagram wieder verlinken. Falls ihr ein Grundstück habt,
hier, genau. E-Mails schreiben. Grundstücke, Brachflächen, Grünflächen, Abrissgebäude, könnt ihr uns gerne alles anbieten. Wir schauen uns unter an und erstellen euch dann dementsprechend ein Angebot. Oder auch, wenn ihr einen Tipp habt, wir bezahlen natürlich auch attraktive Tippgeberprovisionen. Ja, perfekt. Dann haben wir alles abgedeckt. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche gibt es wieder ein Renovierungsvideo, hoffe ich, denke ich. Wir haben ein paar Projekte am Laufen. Wir werden auch noch das ein oder andere Video zusammen machen, denke ich, falls ihr es gefallen hat. Klar, gerne. Macht super Spaß. Und, genau. Okay, perfekt. Alles klar. Bis nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Abo nicht vergessen. Kommentieren, liken und ja, danke, dass du da warst und das kurz erklärt hast. Gerne. Okay.